Dein Magen! Hey, das ist nicht sein... Patrick! Auf geht's hier bitte. So Leute, jetzt wird gespielt hier, Alter. Jetzt wird gespielt, jetzt wird gebaut, jetzt wird gecraft, jetzt wird gelacht, jetzt wird gekichert. Geil, Leute. Ich habe hier vorne diese die Elpe mit Kefta gebaut und weggemacht, Alter. So eine Unverschämtheit, einfach zu sagen, yo, bau das jetzt hier hin. Das gibt eine Anzeige. Oh, Petter ist auch da, lull. Petter ist auch hier. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz uns umschauen, Alter. Okay. Was ist hier gerade schon wieder los mit Petrit, Alter? Der schiebt Stress. Guck mal, Petrit kann ja auch mal in TS kommen. Lass mal alle TS gehen, Romatra, bitte, ja? Petrit hat schon wieder bei uns geklaut, Jungs. Petrit! Der hat zugegeben, der hat geklaut bei uns. Ich bin doch gerade erst online gekommen. Guck mal, Petrit, was hast du gemacht? Guck mal. Was ist passiert? Schau nix, mal. Ich bin nackt, Digga, ich hab gar nichts. Der hat die Rüstung von Max geklaut, die lag in der Kiste rum. Ja, Digga, der hat auch meine Rüstung geklaut, Digga. Siehst du, guck, jetzt tut er so, als wenn das seine wäre. Guck mal, ne? Ey, ich sag dir eine Sache, Kevin. Ich hab die Rüstung genommen, hab in meinem Stream gesagt, Leute, ich will die nur nehmen, damit die so sehen, so, ne? Und dann bring ich die wieder zurück. Aber als du jetzt gerade gesagt hast, dass die von Max ist, jetzt habe ich mich entschieden, die zu klauen, weil er schuldet mir eigentlich meine Rüstung. Du wirst sehen, Patrick. Wir werden dich töten, dann werden wir die Rüstung abnehmen. Genau. Ich hab die Rüstung nicht mehr. Ja. Wo ist die? Ich bin nackt. Wo hast du die Rüstung hingetan? Im Reich des Paralleluniversums. Ey, nicht schon wieder, Peter. Nicht schon wieder so ab. Aus welchem Grund? Guck mal. Weil Tarimax mir meine Rüstung noch schuldet. Der schuldet dir gar nichts, Alter. Du hast hier gestern rumgefuckt, Junge. Nicht solche Wörter in meinem Stream. Ich will werbefreundlich werden. Baby, ich hab was richtig Schönes für dich, ne? Damit wirst du Petrit aus dem Leben nehmen. Okay, zeig mal, Bruder. Petrit, guck mal, Digga. Nein. Guck mal, Petrit, das Ding ist, man kommt hier rein. Und das erste, was ich höre, Alter, ist direkt ab über dein Verhalten wieder. Weißt du, was ich meine? Was hast du schon wieder für eine gebaut? Nichts. Ich wollte jetzt eigentlich meine. Guck mal, ich habe ja eine Glück 3 Spitzhacke. Ich habe halt Angst, die jetzt rauszunehmen, um die zu nutzen, weil ihr mir die wegnehmen werdet. Ich wollte eigentlich farmen. Petre, pass mal auf. Alle Leute schreiben mir erstmal im Chat, dass du so wieder, Digga, im Inventar hast. Ich würde gerne wirklich diese Staffel mal ein anderes Feindbild haben als ich, weil die Leute haben da keinen Bock drauf, ich habe da keinen Bock Digga, drauf. Digga, ich mach. Ey! Guck mal, nein! Mach gar nichts. Hör auf mich zu verarschen. Petre, du wirst zerstört, Junge, Alter. Ich werde dich finden, Alter. Ich werde deinen Skin werde ich zermalmen. Okay. Was geht, Kevin, mein Gutes da? Hey. Hier. Damit das? Wirst du ihn zerstören, glaub es mir. Was ist das, Alter? Bist du behindert? Wenn er blockt mit Schild, wirst du ihn treffen, Revi. Ehrlich? Und guck mal, wie schnell du schießen kannst, wie mit Bogen. Oh mein Gott, Junge. Zu köstlich. Ist ja insane. Hast du noch Schwert und sowas? Hast du auch noch? Ich bin noch dran. Ehrenbruder. Patrick, guck mal, das Ding ist, wenn du jetzt anfängst, bei mir ein Grundstück auf Dings zu bauen, einen Turm, ja? Was? Dann raste ich aus, Alter. Nein, Patrick, Bruder. Ich sag's dir, diese hässliche Lache, ne? Ich möchte wirklich. Deine Lache ist die beste, Digga. Nein, deine Lache ist richtig Kotze, Alter. Ich möchte nicht von dir abgehen. Ich hab keinen Bock, dass du da irgendwas baust, Alter. Guck mal, ja, will ich dir jetzt sagen, wir machen nichts, ich würde jetzt aufhören. Und wenn ich dann was mache, dann ist ja okay. Dann Patrick, ja, das dauert keine 5 Minuten, dann klaust du bei jemand anders wieder. Ja, kannst du in die Zukunft schauen oder was? Ja, Patrick. Ich brauch nicht in die Zukunft schauen, ich weiß, wie du bist. Du kannst Revi fragen, als ob du dich jemals änderst. Nee, ist so, macht er nicht. Ja, dann schenkt Trimax deine Rüstung wieder zurück. Ist das Einzige, was ich machen muss, damit ihr mich in Ruhe lasst jetzt? Ja, wenn du Max deine Rüstung wieder zurück in die Kiste legst, lass ich dich in Ruhe. Ja, sag das doch. Leute, wenn Patrick irgendwie bei mir einen Turm baut, raste ich aus, Mann. Ganz einfach, der weiß das auch. Lach nicht so hässlich, Petrit. So, ha, ich guck jeden Dezember guck ich Craft Attack, weil Petrit baut immer einen Turm auf Revis Grundstück und dann ist Revi sauer. Ja, witzig, Junge. Wie redest du eigentlich mit mir? Wie talkst du? Wie rede ich mit dir? Ich rede gar nicht mit dir, du Hund, weil du gemütlich bist. Ich weiß, aber Alter. Wie traust du dich zu sagen, ich bann dich? Wie, ich bann dich? Ich hab im Chat haben Leute geschrieben, dass du mich bannen willst. Nein, ich hab gesagt, dass das Projekt dann für dich gelaufen ist, wenn du das machst, was in deinem Titel steht. Was steht in meinem Titel? Ja, Turm bei Revi bauen, ist mad funny, oder? Ist geil, ist geiler Aufhänger, Patrick. Ich weiß, wegen Views, dies, das so, aber guck mal, Patrick. Natürlich ist das geil, Digga. Willst du jedes Jahr wirklich das Gleiche machen, Alter? Bist du so ein Bot, findest du das unterhaltsam? Da kommt wieder die hässliche Lache, Alter. Das Ding ist, Revi muss selber lachen, aber er versucht sich gerade zusammenzureißen. Nein, Alter, ich denke mir halt nur, dass das noch langweilig wird, oder? Bau doch bei dem anderen Scheiße, Alter. Ich bring dir jetzt auch Holz. Ich will aber keins von dir. Doch, ich bring dir jetzt schönes Holz. Verpiss dich, Alter. Wenn du jetzt mein Grundstück betrittst, bring ich dich um. Ist er hoch? Ja, hast du ein Haus auf dem Berg gekauft? Hä? Ich darf doch. Guck mal, ich hab Holz. Guck mal, zoom mal ran, Revi. Ich wollte wirklich Holz bringen. Aber das sind hier zwei verschiedene Arten. 150 Blöcke war der Deal, ne? Verpiss dich vor meinem Grundstück. Komm mir nicht näher als. 150 was? Blöcke war der Deal. Ist das richtig? Ja. Okay. Warte, 150 Blöcke in jede Richtung? Oder was ist, wenn der unten ist oder oben? Nach unten. Du baust doch kein Haus unter mir, Petra. Just saying, in ne? In jede Richtung. Ich sage dir, du baust kein Haus unter mir, dann baust du kein Haus unter mir, Petra. In jede Richtung? Du baust. Kein? Sei jetzt kein Unehrenmann. Du hast gesagt 150 Blöcke. Kein Haus unter mir. 150 Blöcke in jeder Richtung. Okay, wenn du jetzt ein Haus unter mir baust, ich komme jetzt und mach's kaputt.
Sonst werdet ihr mir Patrick, wenn du unter mir ein Haus baust! Ich will. Ja, ist witzig, Patrick. Ich will den ganzen Berg aushöhlen, das weißt du schon. Du baust unter mir kein Haus. Ja, der Berg ist größer als 150 Blöcke, oder? Patrick, du baust unter mir kein Haus. Verpiss dich, Mann. Ey, Digga, ich spawntrap dich jetzt. Ich bring dich jetzt um, spawntrap dich. Ey, du kannst mich doch nicht bestrafen für Sachen, die ich noch nicht getan habe. Ja, egal. Wenn du es planst, dann reicht's mir schon. Es ist nur eine Idee von mir, aber. Ja, du machst es nicht. Ich rate es dir, mein Bester. Ich rate es dir. Ich bin hier, tu gute Sachen. Was machst du für ein Bullshit die ganze Zeit? Ich mach mir gerade ein Starter-Kit, damit ich gleich nochmal farmen gehen kann. Ja, dann verpiss dich farmen, aber nicht bei mir im Haus. Jalla, hau ab. Also, warum soll ich bei dir im Haus farmen? Da gibt's nichts. Weil du die ganze Zeit bei mir in der Gegend bist, weil du mich einfach nur abfangen willst. Alter. Total. Patrick? Yep. Du darfst dich nicht bei Spark seinen Sachen bedienen, ne? Ich weiß, deshalb frage ich und schreibe mit ihm Whisper. Da kommen noch später ein paar Fische rein, Romodra. Ich wollte gerade sagen, ein paar Fische kommen da noch rein. Dann ich hol noch Fische jetzt, komm. Ich hol ein paar Eimer mit Fische, Alter. Und dann baue ich gleich mein Haus weiter, yalla. Voll ins Jager, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, Revi. So. Boah, fliegt der? Oh. Krass, der ist weit geflogen. Alter, was für ein Opfer, Junge. Ey, Nico, hast du mich gesnitcht? Nein, ich hab dich nicht gesnitcht. Okay. Alter, du kommst jetzt sofort hier hin, Alter, und baust die Scheiße ab. Ja, okay. Ich verbrenne jetzt deine Sachen als Strafe. Was auf dem Grundstück passiert, ich wollte mit dem Nametext tauschen. Halt deine Sachen, wenn es verwandert, Strafe, ne? So ist Revi, wie hast du überhaupt davon erfahren? Oh, Digga, ne? Oh mein Gott, wie er sich ausloggt, du Mann! Hau ab jetzt, Alter, ich schwör's dir. Komm doch einmal hier hoch, Junge! Und ich nehme mich auseinander, ich mein's ernst. Soll ich die Burg wegmachen jetzt? Verpiss dich jetzt, Alter! Ja, ey, Junge! Ich kann ich verstehen, so, ich muss meine Sachen. Dieser Bastardmann! Wer denn? Patrick. Ich werd attacked? Er kann mir jemand helfen? Ey, Digga, Patrick baut die ganze Zeit hier einen Turm bei mir im Grundstück, Mann! Scheiße! Hey, Junge! Was machen wir jetzt mit Patrick? Und Max, noch eine Sache, was war da gestern mit Dena? Dena und ich sind Verbündete jetzt! Nee, ich weiß gar nicht mehr, warum du den Krieg erklärt hattest. Dann, der ist super, okay, der ist super nett und lieb. Ja, genau, der ist super nett. Der hat ein paar Abos auf YouTube. Das war's, Alter. Max, ich erkläre dir jetzt mal ganz so, was Dena für eine Person ist, ja? Ja, also. Ich bin direkt am Anfang. Okay, aber sag mir zuerst, was er dir diesen Craft Attack getan hat. Er hat mich die ganze Zeit ausgelacht, als ich gestorben bin, Alter. Patrick und ist er hier. Hat mich abgefuckt. Patrick ist hier. Er ist genauso wie Patrick, Alter, Max. Echt? Dena ist genauso? Ja. Chat schon wieder komplett am Ausrasten, weil du mit dem Back-to-Back spielst. Weißt du, was ich meine? Du echt? Musst ich sein, hab Max. Schon überlegt, ob ich mich mit ihm verbünde, um gegen mich, dich vorzugehen, weil du einfach random gegen Leute hältst. Alter, ganz kurz. Kevin, sag mal, erklär mal dem Max in 10 Zeilen kurz zusammengefasst die Historie von Dena und Minecraft. Wie endet es immer mit Dena? Krieg. So, und was macht Dena immer, Kevin? Ärger. Okay, und wie sorgt er für Ärger? Ich glaube, das ist irgendwas ist hier faul. Ey, das ist so... Warum lachst du, Mann, Alter? Ich kann das gerade nicht alles ernst nehmen, diese ganze Situation. Weil er rafft nicht, wie du dich mit ihm verbinden kannst, Max. Das ist das Problem. Solange er mich nicht backstabt, ist das in Ordnung. Aber ich sag dir eins, Max. Er wird dir irgendwann in den Rücken fallen. Dann werde ich da stehen an deinem Grab auf dich runterpinkeln und sagen, ich hab's dir gesagt. Deal. Also möchtest du jetzt... Du möchtest jetzt wirklich nochmal eine Dingens bauen. Eine was? Eine Warzeninsel. Es ist die Himmelswarze. Jeder wird dazu aufblicken. Und sich einfach... Was hast du denn mit diesem gottverdammten Warzenblock, Alter? Das ist der mit Abstand hässlichste Block in ganz Minecraft. Der ist rot, aber er ist... Ja, aber er ist krass. Aus welcher Pflanze kannst du bitte einen Block machen? Sag mir eine Pflanze, die das kann. Kelp. Ja, wie gesagt, ich verstehe noch nicht ganz den Purpose des Ganzen. Aber ist ja in Ordnung. Hier kann ja jeder kreativ machen, was er will, außer halt auf meinem Grundstück. Und ich, ganz ehrlich, Max, ist genug weit weg genug von mir. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist Papa Platte. Hallo? Alter, Kevin. Oh, jetzt haben wir zwei Kevins. Jetzt muss ich euch Papa Platte und Gamers Time nennen. Okay, witzig, ja. ihr seid die Einzigen. Ich nenne immer alle mit einem Gamer-Tag. Und ihr seid die Einzigen. Ach, nenn mich doch nicht Gamers Time. Oder ach, nenn mich doch nicht Papa Platte. Nenn mich einfach Kevin. Guck mal, das Ding ist halt, pass auf, Trimax. Das Ding ist, es ist halt oft so, dass, also zum Beispiel Revi könnte ein echter Vorname sein, you feel me? Bist du behindert, Alter? In welchem Land könnte denn Revi? Oh mein Gott, ich weiß so genau, was du meinst. Niemand würde sein Kind ungespielt nennen, so, weißt du? Deswegen sagt man Simon. Ich finde, ja, Herr Latte kann man auch sagen. Unge ist auch ein Vorname, ist ja fast Unge. Okay, Unge, ja, ist Unge ist grenzwertig. So. Okay, fühle ich. Okay, was hältst du von Patrick, Alter? Björn, Unge ist wie Björn. Ja, wieso? Seid ihr nur Alter, Maul, Max. Björn, Max. Geht doch. Das Ding ist übel, so ein Wikinger-Name. Unge. Max, erzähl nochmal. Der rote Bär, safe, ist ein Wikinger-Name.
Junge, der rote Bär, Junge. So nenne ich mein Max, erzähl dir mal kurz bitte, was dein Lieblingsgemüse ist, dein Lieblingsobst. Junge, Apfeltasche von McDonald's. So ein richtiges Normie-Food. Das war so geil. Ich höre auch keine Musik. Ey, das haben die alles rausgemacht bei Dings, ne? Was? Oh, herrlich. Wer weiß denn sowas? Es wurden alle Kommentare von mir rausgeschnitten. Wobei ich, ob ich auch Sport mache, ist raus. Dann hat er mich einmal gefragt in der Show, warum ich keine Uhr trage, wo ich meinte, Schmuck ist nichts für mich. Und dann meinte ich, was ist mit Musik? Aber nee, Musik höre ich nicht. Das haben die alles rausgeschnitten. Ja, die wollten dich einfach nur nicht entbehindert wirken lassen, Alter. Die wollten einfach komplett dumm. Und auch mein besten Gag, der wurde auch rausgeschnitten, weil wahrscheinlich nicht so viel ARD-Publikum. Was war dein bester Gag? Der beste Gag war, wo er meinte, die Eltern sagen, ja, sitzt sich den ganzen Tag vor der Kiste, die haben Angst, dass die ganze Jugend vor den Monitoren sitzt. Da sage ich, ja. Und dann dachten alle, da kommt irgendwie eine Begründung und ich meinte einfach nur, stimmt. Das war saugut. Es war einfach saugut, aber die finden halt alte Leute lustig. Waren meine Jokes noch drin, ja, ne? Wo alle abgekeckt haben? Aber ultra Kurzform. Real Rap kann man sich das irgendwo... Es kommen die drei Fragen. Mediatik. Die haben aus 90 Minuten 45 Minuten gemacht, so. Also so die Hälfte, okay, krass, holy shit, also so viel raus. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Kai Pflaum halt extrem reich ist, ne? Das hat er auch mehrfach während der Show betont. Aber so random wurde dann immer so rausgeschnitten. Hey, ganz kurz. Entschuldigung. Ich bin reich. Das war's. Alle so, okay, wow, okay, Bro. Okay, weirder Flex gerade. Was soll denn das jetzt? Die Sportfrage, das hatte ich in meinem Vorabitur Übungsklausur. Das war einfach eine Abiturfrage, die da kam. Das hätte ich gewusst, weil ich ja Sportleistungsprofil hatte. Weißt du? Du hast doch keinen Sport. Was für ein Sportleistungsprofil hast du gemacht, Alter? Schränke verrückt bei Ikea. Nee, wir hatten Fünfkampf. Ich hab einen Speer geworfen, eine Diskus mit das Bild, passt. Alles ultra geile Noten, weil ich einfach so ein riesiger Roblox bin, der einfach geil. So für 20 Kilo Kugeln einfach Max, so die, was durch hast die ganze du gemacht? Sporthalle wirft. Ich hab einen Stock geworfen und eine Kugel und eine Frisbee. 6.100 und minus 7.500. Ich brenn auf. Digga, wieso lösche ich nicht automatisch? Ich bin im Wasser. Du bist in einem Boot, Junge. Alter, hier bist du ja. Hallo. Oh, hi. Ja, Jungs, holy shit, Alter. Ist das ein NPC? Ja, wir haben hier Geschenke mitgebracht. Hier, Alter, danke. Jungs, okay, chill. Goldene Äpfel, Eier. Alter, Saplings, das ist genau das, was ich brauche. Danke. Chilliger Skin auf jeden Fall. Oh, Digga. Zeig mal ein bisschen Gött. Ja, oder? Ich glaube schon. Ja, mega, ja, danke für das Treffen, mega toll, geil. Dafür sind wir jetzt hergekommen. Alter, ist das deine Basis? Voll chillig, danke. Das ist meine Base, wie findest du? Ist schon ganz geil, aber du musst halt aufpassen, wenn man Sand abbaut. Schon stabile Base. Was machst du gerade? Wie gesagt, ich zeige meinen Track. Ja, aber was du gerade in Minecraft machst, Alter? Strip meinen Diamanten. Mhm, das stimmt nicht, du farmst gerade angeblich Obsidian. Nee, angeblich, um bei mir irgendwas zu bauen. Nein, Digga, ich baue nichts bei dir. Lass mich jetzt bitte mal einen Stream machen. Ich will produktiven Stream machen. Also angeblich baust du Obsidian ab, um bei mir einen Obsidian-Turm zu bauen. Ist das richtig? Ich habe Obsidian für mein Netherportal abgebaut. Aber brauchst du dafür so viel, wie du gerade abgebaut hast, ist die Frage. Ich wollte halt 6 Netherportale bauen. Achso. Patrick, merkst du selber, oder? Nico braucht auch eins. Ich wollte ein paar Netherportale verschenken. Patrick, mach mal bitte keine Faxen, okay? Ja, komm, geh jetzt. Nein, Digga, bau mal bei mir jetzt bitte nichts, ja? Also du baust kein Obsidian bei mir hin. Ich baue kein Obsidian bei dir hin. Kein Turm aus Obsidian? Das weiß ich nicht. Hä? Ich bin dumm, Revi. Das mit mir reden macht ist schwierig. Oh mein Gott. Ey, das ist nicht sein... Patrick! Was passiert? Warte, ich schau mal kurz. Patrick, Digga, nee, verpiss dich jetzt hier, Alter, mit deinem... Och, Junge, Mann! Oh, oh. Ja, funny, Alter, funny, Junge, du Missgeburt. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der? Der läuft da hinten. Hey! Ich sehe ihn, Kampf wird begonnen. Hey! Kampfmodus eingeleitet, bin dabei. Mann, das ist so unnötig! Kommt auf Pferd und sein Grundstück. Alter! Wo ist der? Lass doch auf Babys Grundstück, Petre mit TNT jagen. Gute Idee. Ey, Junge, Mann, guck mal, dieser Wir müssen ihn in Obsidian einbauen. Wo ist dein Spawn? Mann, Alter, Junge, guck mal, wie das aussieht! Du kommst jetzt hier hoch und baust ihn wieder ab, Alter. Was ist denn da passiert? Ist oben. Och, Mann, Alter! Ey, was soll denn das, Mann? Verpiss dich, Mann. Guck mal hier, Digga, ich baue ja so ein modern altes Haus, Alter. Eine Burgruine mit modernen Elementen. Wie geil ist es, Colin? Sag, wie geil es ist. Wie geil ist es? Ich schieße, das ist richtig krank, Junge. Patrick, Mann, verpiss dich aus meinem...
Nein. Ich sehe ja wieder hier schwimmt. Hey Junge, das ist so lächerlich, Alter. Das ist so lächerlich, Mann. Petel, guck mal, warum bei mir? Warum bei mir? Es gibt 10.000 andere Almans auf diesem Server. Warum ich? Nee, Alter, ich fände es nicht funny, Mann. Er hat sogar meine Callblöcke genommen. What the fuck, Junge? Das sind meine Callblöcke. Halt deine Schnauze, Mann. Du hast heute 3.400 Kilokalorien gegessen. Gestern habe ich 3.800. Ich habe mal meine Phantome bei dir. Ekelhaft. Du scheiß Phantom! Ich hab meine Phantome bei dir spawnen! Man merkt, im Hintergrund läuft die ganze Paluten-Musik, die immer kommt, wenn Paluten so ein fröhliches Spiel macht und so. Hallo Freunde, Ecker! Und dann krieg ich immer Ausraster, weil der viel erfolgreicher ist als ich. Und wir haben zusammen angefangen, aber der gönnt halt. Ich hab gedacht, weißt du, weil wir sagen, Craft 1. Hau mal ab, Junge. Hast du Essen? Verpiss dich mal, du bist in der Unter. Geh mal weg, ey! Geh mal bitte essen. Geh mal bitte weg jetzt hier. Dann nehm ich mehr Essen. Nein, geh mal weg, wirklich. Hey. Nur Essen nehmen. Möhren, 64 Möhren. Chat, ich bin real, ich bin honest, ich bin off, Alter. Wir hatten heute einen extrem produktiven und geilen Stream, Mann. Der Beef mit Patrick war legendär. Der Beef mit Romata, er fiel mir schwer. Es war eine schöne Zeit, die wir hatten. Doch nun ziehe ich von dann. Wir werden uns die Tage wieder... Ruhe! Mein Gott, als Maul, Alter! Entschuldigung. Wir werden uns die Tage wiedersehen. Doch ihr müsst mir eins nachsehen. Man kann sehen auf sehen reimen, glaubt mir. Ich bin des Donnerstag wieder da. Und wir freuen uns alle. Groß Juha. Morgen Donnerstag. Feiert mein Vater Geburtstag. Da ist Mittwoch. Da kann ich leider nicht. Och, sowas Blödes aber auch. Naja, ja. Wir sehen uns, wie gesagt, die Tage wieder. Macht's gut. Vielen Dank für diesen ganz geilen Stream. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.